Wie sind Sie denn zufrieden? Sie machen das jetzt hier seit 20 Jahren, hier in den Räumen und die Webseite gibt es schon recht lang. Wie sind Sie denn zufrieden mit der Nachfrage, dem Interesse an dem Thema Georg Elser und speziell eben auch hier, an hier? Wir sind sehr zufrieden mit der Nachfrage, insbesondere nach dem Kinofilm von Hirschbiegel ist nochmal ein Riesenschub an Interesse an Georg Elser gekommen. Für uns aber wichtig ist diese Verbindung zur nachfolgenden Generation, zur Jugend. Und da hat sich gezeigt, dass sich die Schülerinnen und Schüler in den Kreisen Heidenheim und Ostalb immer wieder hierher kommen, die Gedenkstätte besuchen. Wir arbeiten sehr gut mit den Schulen zusammen, auch dahingehend, dass Schüler Referate machen können, die wir begleiten. Es kommt zum Beispiel vor, dass wir eine Klasse haben und dann entweder führt ein Schüler selber durch die komplette Führung oder wir halten die Führung und geben dann bei bestimmten Themen an den Schüler ab und er hält dann einen benoteten Vortrag. Sie bekommen dann ja auch viele Reaktionen mit, gerade von Schülerinnen und Schülern jetzt auch. Welches Bild haben junge Menschen heute von Georg Elser? Wir freuen uns über diesen Kinofilm, über diesen neuen Kinofilm, weil wir gemerkt haben, dass Schüler sich sehr über Filme ihr Wissen aneignen. Und die Schüler sind fasziniert von der Entscheidungskraft eines Einzelnen in einem Unrechtsstaat, dass eben ein Einzelner sich nicht aus der Verantwortung wegduckt, sondern sich überlegt, ob das überhaupt richtig sein kann, was in diesem Staat vor sich geht. Wie viele fragen dann, darf man das? Die Frage kommt immer wieder. Also, und das ist auch legitim und das ist auch ein Schwerpunkt von uns, zu sagen, wann ist Gewalt berechtigt? Und es ist für uns wichtig, den Schülern zu vermitteln, wie wichtig unser Grundgesetz ist. Die Botschaft, die wir weitergeben, Elsa hat sich in einem Regime zum gewaltsamen Widerstand entschlossen, in dem sämtliche Menschenrechte außer Kraft gesetzt wurden, in dem es keine andere Möglichkeit mehr gibt, sich zu widersetzen. Wir haben heute die Meinungsfreiheit, die es früher nicht mehr gegeben hat. Wir haben heute die freie Wahlen und wir haben insbesondere auch den Minderheitenschutz, den es auch damals nicht mehr gegeben hat. Und deswegen haben wir heute andere Möglichkeiten, uns geht dagegen aufzulehnen. Also Widerstand heute ist sicherlich nicht mehr gewaltsam gerechtfertigt. Zum damaligen Zeit gab es aber keine andere Möglichkeit. Jetzt wurde aber Georg Elser genau das lange Zeit, jahrzehntelang abgesprochen. Also, dass er als, es wird immer gesagt, er war nur ein einfacher Schreiner, dass er so einen Weitblick haben konnte und sich dann auch entschließen konnte zu dem Attentat gegen Hitler und die NS-Führung. Elsers Attentat passte jahrelang in die Aufarbeitung der Geschichte des Dritten Reiches nicht ins Bild. Man hatte nach dem Krieg immer wieder verschiedene Gruppierungen, der 20. Juli, Weiße Rose, Widerstand der Kirchen. Da konnte man immer so quasi den Widerstand nach oben hinweg ablenken und sagen, wir waren doch tätig und meinten ein paar wenige in exponierter Stelle. Nach dem Krieg sagten sehr, sehr viele, wir hatten von allem nichts gewusst oder wir konnten nichts tun. Und Elser hat all denjenigen eigentlich den Spiegel vorgehalten, indem er gesagt hat, es läuft was schief, man muss was machen und ich tue es. Deshalb war er auch in der Nachkriegszeit als Widerstandskämpfer in den ersten Jahrzehnten gar nicht gewünscht. Wie war das jetzt hier in Königsbronn? Wir sitzen in der Gedenkstätte in Königsbronn, die ist 1998 eröffnet worden. Wie schätzen Sie es hier im Ort ein, den Umgang damit? In Königsbronn war es besonders krass, der Umgang mit Elser. Es war über 5 Jahrzehnte hinweg nicht möglich, dieses Thema aufzugreifen. Der Hintergrund war, dass die Gestapo nicht glauben wollte, dass Elser ein Einzeltäter war. Die Gestapo suchte insbesondere hier in Königsbronn Hintermänner, weil er hier den Sprengstoff entwendet hatte. Und die Gestapo ging dabei mit äußerster Brutalität vor. Die Menschen, die diese Zeit miterlebt haben, waren traumatisiert. Der Ort hatte damals 1750 Einwohner. Sie können sich vorstellen, dass im Grunde genommen jeder Erwachsene Kontakt zu Elser gehabt hat oder ihn gekannt hat. Und deswegen war jede Familie davon betroffen. Diese Traumatisierung dieser Leute führte nach 1945, dass sie dicht gemacht haben, dass sie nicht mehr
über dieses Thema sprechen wollten. Und es hat deshalb nahezu zwei Generationen dauern müssen, bis wir dieses Thema aufgreifen konnten. Wie war das für die direkten Angehörigen von Georg Elser, dann hier weiter zu leben in Königsbronn? Furchtbar. Sie wurden zunächst einmal verhaftet, kamen nach Stuttgart, dann nach Berlin, wurden in Berlin, Prinz-Albrecht-Straße, eben verhört. Über sie kam die ganze Schande. Sie wurden in den Geschäften hier im Ort später nicht mehr bedient. Man wollte überhaupt nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Haben Sie denn versucht, gegen dieses Bild, dieses negative Bild von Georg Elser, das lange gezeichnet wurde, dagegen was zu setzen, dagegen anzugehen? Mich hat schon immer interessiert, warum es nicht möglich war, dieses aufzugreifen. Ich bin mit der Volkshochschule als Leiter der Volkshochschule auch in der Seniorenarbeit tätig und hatte immer wieder versucht, hier diese Gespräche zu führen und bin aber selber oft auf eine Mauer des Schweigens gekommen. Immer wieder hat man dann doch immer Kleinigkeiten erfahren, hat erfahren, wie brutal die Gestapo mit den Leuten umgegangen ist. Und deshalb konnte man zumindest verstehen, dass diejenigen, die das miterlebt haben, nichts mehr davon erzählen wollen. Das Typische eben hier von Leuten, die eben Schlimmes im Dritten Reich mitgemacht haben, dass die auch nach dem Krieg wenig drüber sprechen. Aber es gelang uns eben jetzt mit einer offensiven Informationspolitik, mit Veranstaltungen, mit Veröffentlichungen. Wir haben regelmäßig große Symposien hier in Königsbronn. Das nächste im November zum Thema Mein Kampf. Und so gelang es uns, der jüngeren Generation hier doch die wahren Hintergründe mitzuteilen. Denn man darf auch nicht vergessen, 1939, zum Zeitpunkt des Attentates, war Hitler im Prinzip auf dem Höhepunkt seiner Macht. Er hatte Millionen von Arbeitslosen ins Boot gebracht. Er hatte den Polenfeldzug, war militärisch in den ersten Wochen ein großer Erfolg. Und die Münchner Konferenz ein Jahr vorher brachte das Selbstwertgefühl der Deutschen, die ja immer noch unter den Folgen des verlorenen Ersten Weltkrieges und des Versailler Vertrages litten, er brachte das Selbstwertgefühl wieder neu hervor. Und deswegen war im November 1939 eben hier die Stimmung so pro Hitler und ausgerechnet dann unternimmt einer aus Königsbronn dieses Attentat und plötzlich war der Ort nicht mehr ein Ort wie jeder andere. Der Ort, den nannte man Attentatshausen. Und es war eine Schande, aus Attentatshausen zu kommen. Nicht zuletzt durch Ihre Arbeit, und damit meine ich jetzt Ihre persönliche, aber auch des Arbeitskreises, ist es ja gelungen, dieses Schweigen zu brechen, aus dem Tabu ein interessantes und ein interessierendes Thema zu machen. Was waren denn da die wesentlichen Schritte bis zu heute, wo wir im Grunde ja, um es mal so lakonisch auszudrücken, recht entspannt abwägen können, Pro und Contra und ist das moralisch gerechtfertigt? Das ist ja heute eine relativ offene Diskussion möglich. Was waren denn also die Etappen hier im Ort? Da gab es interessante Etappen. Die erste beginnt 1969-70. Damals hatte man die Verhörprotokolle gefunden und veröffentlicht und es entstand der erste Film von Erler und Gottschalk vom Südwestrundfunk, ein halbdokumentarischer Film, der hier im Ort auch gedreht wurde. Es war das erste Mal, dass man Elser überhaupt publik gemacht hat. Aber es wäre auch der Zeitpunkt gewesen, in dem man Elser und seine Tat und seine Angehörigen rehabilitieren hätten können. Aber man darf nicht vergessen, in den 70er und den 80er Jahren hatten wir die Bader-Meinhof-Gruppe, man hatte die Rote Armee-Fraktion, die selber eben versucht haben, den Staat zu stürzen. Ich vergleiche beide nicht, denn es ist ein Unterschied, ob ich in einer Demokratie mich zur Gewalt entschließe oder ob ich in einer Diktatur Gewalt anwende, in der ich eben keine Rechte mehr habe. Aber trotzdem, allein die Angst vor dem Bombenterror hatte dazu bewirkt, dass auch Elser sowohl in Königsbronn als auch in der deutschen Geschichtsschreibung in den 70er und Anfang der 80er Jahre nicht gewürdigt wurde. Die erste offizielle Würdigung fand zwar in den Anfang der 70er Jahren hier in Heidenheim statt, circa 10 Kilometer weiter. Dort ging ja Elser zur Schule, schaffte auch.
Das war damals ein Grenzstein, den man gewidmet hat. Und die zweite offizielle Würdigung und damit auch der zweite Schritt in der großen Anerkennung war ein großes Symposium in Heidenheim 1989 und die Gründung des Elser Arbeitskreises 88. Sie hatten sich dann fortan maßgeblich an der Erinnerung mit beteiligt und das Ganze vorangetrieben. Und ihnen gelang es auch, die Welturaufführung des Brandauer-Filmes »Einer aus Deutschland« 1990 nach Heidenheim zu bringen. Und das war so der zweite. Die dritte Phase war dann 1995 die erste offizielle Gedenkveranstaltung hier in der Gemeinde Königsbrunn. 1998 dann diese Einweihung der Elser Gedenkstätte, die von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin konzipiert wurde. Dann hatten wir 2003 die Herausgabe der Sonderbriefmarke zu Ehren Elsers. Man beachte Stauffenberg, glaube ich, 1964, Elser 2003. Und dann eben noch der nächste große Durchbruch dieser Elser-Film von den Breinersdorfers, die das Drehbuch darüber geschrieben haben. Nun wurde ja lange die Alleintäterschaft von Georg Elser in Frage gestellt. Also schon grundsätzlich erstmal von den Nationalsozialisten, die gesagt hatten, der britische Geheimdienst steckt dahinter. Und dann wurde immer wieder nach anderen Hintermännern gesucht. Es gab verschiedene Thesen eigentlich dazu. Es ist eine Inszenierung des Regimes, hieß es auch mal. Was war Elser für ein Mensch, dass er zum einen mal diese Unabhängigkeit des Geistes gehabt hat, sich, Sie sagten vorhin, auf dem Höhepunkt der Macht, dann das so ganz anders zu sehen und zu dieser Tat zu entschließen und die auch so durchführen zu können? Es gibt verschiedene Eigenarten, die für Elser typisch waren. Er war ein Schreiner und war sehr, sehr stolz auf das, was er gekannt hat. Und er war ein absoluter Perfektionist. Das benötigte er nachher auch zur Durchführung seines Attentates. Es gibt eine Aussage, da arbeitete er hier bei einem Schreiner Krupp. Und er sagte, er hat die Arbeit aufgehört, weil zum einen mal die Bezahlung schlecht war, zum anderen mal sein Meister ihn immer belehren wollte, obwohl er nicht seine Fähigkeiten hatte. Also das zeigt schon mal, er ließ sich, also er war sehr selbstbewusst. Das andere, er hatte öfters Möbelstücke angefertigt für Bekannte hier in Königsbrunn. Und die sagten, wenn der einen Schrank aufgestellt hat, dann war er fertig und dann hat er noch eine Viertelstunde lang diesen auf Herz und Nieren geprüft. Es musste jede Schublade reibungslos gehen, die Türen ohne Reibung anschlagen. Das erwarten wir vielleicht heute von einem Handwerker, von einem guten Handwerker. Elser hat aber dann die betreffende Familie eine Woche später besucht. Dann war der Schrank eingeräumt und auch dann musste alles nochmals funktionieren. Auch das war so eine Sache, ist eine Eigenheit von ihm. Und eine dritte, das ist eine ganz interessante Sache, er arbeitete in der Schweiz in Bodighofen und dort hat er sich an schönen Tagen das Recht rausgenommen, die Arbeit niederzulegen, ist auf sein Rad gesprungen, ist am Bodensee gefahren, hat gebadet und hat wenige Stunden später dann wieder die Arbeit aufgenommen. Die Gestapo hat den Arbeitgeber gefragt, warum er so etwas überhaupt zulässt und der Arbeitgeber sagte damals, er hat es gemacht, weil er gewusst hat, dass er diese verlorene Zeit abends und an Wochenenden reichlich wieder reinarbeiten würde. Aber das zeigt doch diesen persönlichen Drang nach Freiheit, sich nicht unterzuordnen oder sich nicht einzuordnen, wenn er das nicht für richtig hielt. Muss man auch so ein bisschen so ein Wesensmerkmal mitbringen, wenn man in einer Zeit, wo Elsa eben noch nicht so entspannt in der öffentlichen Diskussion war. Wenn man derzeit sagt, so wir gründen hier einen Arbeitskreis, wir haben vielleicht nicht die große Unterstützung, weder aus Berlin, damals Bonn, noch von der Landesregierung. Wir machen sowas, heute würde man sagen, von unten. Muss man da auch so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand wollen und sagen, doch, wir möchten hier in diesem Ort, wo es lange Zeit im Grunde ein Trauma gab und ein Tabu war, wir wollen hier einen Arbeitskreis von unten gründen und sowas hier auf die Füße stellen. Muss man da auch so ein bisschen so veranlagt sein? Also Sie haben recht, die ersten Jahre des Arbeitskreises waren richtig schwierig. Und was für mich an diesem Arbeitskreis fasziniert hat, dass unterschiedlichste Leute von Parteipolitik, von rechts, nicht ganz rechts, von rechts bis ganz links, jegliche Art von Bildung, ob Schauspieler oder Konrektor, Buchhändlerin, die haben sich zusammengefunden und haben gesagt, in dieser Sache
arbeiten wir gemeinsam. Und das war eigentlich fantastisch, was dieser Arbeitskreis dann auf die Beine gestellt hat. Und das Interessante war natürlich, in Königsbronn ist 1990 ein Bürgermeisterwechsel vonstatten gegangen. Bürgermeister Michael Stütz, im Jahrgang 61, ist unbefangen an die Sache herangegangen. Und er schaffte es bereits im ersten Jahr, einen mehrheitlichen Gemeinderatsbeschluss einzuführen, dass man zunächst mal ein Elzer Archiv einrichtet. Das war deshalb so bemerkenswert, weil eigentlich nur der Bürgermeister gewechselt hat und nicht der Gemeinderat. Und trotzdem hat er jetzt zumindest mal eine Mehrheit bekommen. Es war eine ganz interessante Sache hier in Königsbronn und für uns im Rathaus ganz interessant, die erste Gedenkveranstaltung 1995. Denn im Grunde genommen, wir wussten nicht, werden wir gelobt oder werden wir gesteinigt. Und dementsprechend waren auch die Reaktionen. Schon vor der Veranstaltung wurden wir von der linken Ecke als Nazidorf beschrieben. Da kamen noch vor der Veranstaltung bitterböse Kommentare und Briefe. Und nach der Veranstaltung, die sehr würdevoll war, hier in der Aula der jetzigen Georg-Elzer-Schule, damals noch namenslose Schule, nach der Veranstaltung erhielten wir bitterböse Anrufe aus der rechten Ecke. Uns wurde vorgeworfen, dass wir Terroristen und Mörder ehren. Und der Höhepunkt war ein Anruf bei der Frau des Bürgermeisters, ihr Mann möge sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, sonst fackelt man das Haus ab. Und es waren die Zeiten, in denen mit Hoyerswerda eben auch Flüchtlingsheime gebrannt haben. Also diese Zeit war relativ schwierig und das Ganze war dann auch am Kippen. Und dann hatten wir das Glück, dass die Gedenkstätte Deutscher Widerstand, die besten Historiker auf dem Gebiet des Dritten Reiches, sich also annahmen. Und wir hatten das Glück, dass wir seit 1996 eng in eine Sonderausstellung, in die Herstellung einer Sonderausstellung eingebunden wurden. Und es gelang uns dann diese Sonderausstellung, die ein halbes Jahr sehr erfolgreich in Berlin in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand zu sehen war, als Dauerausstellung hierher zu bekommen. Das war für uns wichtig. Sie hatten in den ersten Fragen schon erwähnt, dass es immer wieder Gerüchte gab, waren Einzeltäter oder wer auch immer. Jetzt können wir sagen, so wie die Ausstellung sich hier präsentiert, sind wir auf dem neuesten Stand der Forschung. Was waren denn die Kritikpunkte von linker Seite? Das wundert mich ein bisschen, weil das ja ein Teil der eher engagierten Anti-Nazi-Geschichte hier in diesem Land. Weshalb gab es da eine Kritik von der Seite? Ja. Es wurde uns vorgeworfen, dass wir 5 Jahrzehnte lang nichts getan haben. Und das eben, ja, der Höhepunkt war ein Pfarrer aus der weiteren Umgebung, der, ohne dass er den Bürgermeister Stütz gekannt hat, ihm geschrieben hat, ihr Vorgänger war Nazi, sie sind Neonazi. Und das dann schriftlich auch noch rausgegeben hat. Wie würden Sie es jetzt heute im Ort beschreiben, das Klima in Königsbronn? Ist da doch noch irgendwas gespalten, was das Gedenken an Georg Elser angeht? Also ich glaube, im Ort wird die Arbeit der Elzer Gedenkstätte sehr positiv gesehen. Man merkt es auch an den Veranstaltungen, die wir haben. Im Grunde genommen ist man mittlerweile stolz auf den Sohn der Gemeinde. Man muss aber auch sagen, dass die Leute, die eben hier diese Zeit miterlebt haben, dass die auch diese Gedenkstätte nicht besuchen. Wobei die auch jetzt zwangsläufig immer weniger werden. Aber wir hatten eine ganz interessante Sache. 2004 hat das CDF einen Vierteiler über Stauffenberg anlässlich des Jubiläums gedreht. Und im ersten Teil hatten sie den Widerstand 1939 und militärisch und ziviler Widerstand gegenübergestellt. Und der handelte fast ausschließlich von Elzer. Im Vorfeld hatten wir dann nochmals aufgerufen, Zeitzeugen sich zu melden. Und da hat sich dann jemand gemeldet, der mir einiges Interessantes noch erzählt hat, weil er zusammen eben mit Elzer im Steinbruch gearbeitet hat, in dieser Zeit, in der Elzer eben den Sprengstoff entwendet hat. Wie hat er ihn geschildert? Er hat gesagt, es war sehr eigentümlich. Also die Arbeit im Steinbruch fand so statt, dass am Abend die Belegschaft nach Hause ging und dann hat gerade der Willi Schwenk und der Eltern Ernst Vollmer, das ist der älteste Sohn vom Steinbruchbesitzer, haben die Bohrlöcher, also nach Feierabend, die Bohrlöcher vorbereitet, alles zur Sprengung vorbereitet und am anderen Tag hat man mit einer Sprengung begonnen. Und er sagte, Elzer hat immer unentgeltlich Überstunden gemacht und hat ihnen
geholfen, die ganzen Sachen vorzubereiten. Denn so konnte er sich Sprengkenntnisse aneignen, wusste oder konnte dann Erfahrungen haben, welche Sprengstoffarten es gibt und welcher eben für ihn am besten ist und welche Menge er braucht und wie man das zündet. Und er sagte, also das war ganz komisch, er war zwar immer freundlich, aber man ist nicht mit ihm warm geworden. Er war sehr reserviert. Und das ist auch eine Eigenschaft oder ein Bruch auch in der Entwicklung von Elser. Elser war sehr gesellig. Er spielte zur Tanzstunde Musik, er war deshalb auch im ganzen Ort bekannt. Ab diesem Zeitpunkt, ab Herbst 1938, in dem er sich zum Attentat entschlossen hat, hat er sich zum Einzelgänger entwickelt. Und dann wurde er verschlossen. Und er hat auch mit niemandem mehr über dieses Attentat geredet. Weil er eben nicht wollte, zum einen mal, dass die Gefahr, das aufdeckt, größer wird. Und er wollte auch keine anderen mit reinziehen. Und wenn Sie jetzt diese Verhörprotokolle sehen, Elser kann sich an alles erinnern. Aber sobald er jemanden hätte belasten müssen, sagt er auch unter Folter nichts aus. Vielleicht noch einen Blick nach vorne. Sie haben hier sehr schöne Räumlichkeiten, aber Sie haben uns vorhin berichtet, dass Sie noch ein paar weitere Schritte gehen wollen hier im Ort selbst in Königsbronn. Ja, die Gedenkstätte mit drei Räumlichkeiten ist jetzt 18 Jahre alt. Wir planen, diese Gedenkstätte etwas auf einen neueren Stand zu bringen. Und wir würden gerne noch drei weitere Räume dazunehmen, um eben auch zeitgemäß Elser besser darzustellen, filmisch darzustellen. Es gibt sehr gute Filme, es gibt sehr gute Unterrichtsmaterialien über die Medien-LB, über die Landeszentrale Politische Bildung oder dieser Elser-Film, den es eben speziell auch für in einer Schulfassung gibt. Hier wollen wir auch filmisch mehr den Schülerinnen und Schülern oder den Gruppen Gelegenheit geben. Wir haben eine sehr gute Seite des Elser-Arbeitskreises über das Dritte Reich und auch die wollen wir eben in Räumlichkeiten der Gedenkstätte der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Dazu müssen wir umbauen. Das Problem ist, dass die Umbaukosten ca. 200.000 Euro kosten und es für eine Gemeinde wie Königsbronn eigentlich nicht möglich ist, diese Kosten zu stemmen. Jetzt sind wir auf der Suche nach Sponsoren.